Unsere Themen: Einstieg, die Ponys in Aktion. Einmalig, Champions-Züchterin Jill Marielle Becks. Und nachgefragt, Pferde als Bestseller-Titel. Unser Moderator Christoph Wahler. Hallo und herzlich willkommen bei Bundeschampionate aktuell hier in Warndorf. Ich habe selber einige Jahre hier in Warndorf gelebt. Da war das Bundeschampionat natürlich immer was ganz Besonderes, ein Highlight im Jahr. Meine erste Erinnerung ans Bundeschampionat ist natürlich mein erster Auftritt, wo ich hier selber geritten bin. Damals ein 5-jährige Vielseitigkeitspferde. Jetzt hier die Dressurpferde und wir starten auf dem Reitpferdeplatz und mit dem ersten Auftritt der Ponys. In der ersten Reitponyprüfung des Tages, den dreijährigen Stuten und Wallachen, setzt sich ein eingespieltes Team an die Spitze. Die erfahrene Bundeschampionatsreiterin Danica Duhn und ihre westfälische Stute Herzrose D. kennen sich von Geburt an. Danica Duhn holte die Ponystute vor 3 Jahren selbst auf die Welt. Herzrose von Herzkönig mal Casino Royal wurde bereits als westfälische Siegerstute und Westfalen-Championess ausgezeichnet. Heute gewinnt das Paar die Prüfung um den Preis der Pony Forum GmbH mit einer Gesamtnote von 8,7. Und auch bei den dreijährigen Reitpony-Hengsten ist es Danica Duhn, die den Prüfungssieger vorstellt. Herzzauber D. stammt ebenfalls aus der Zucht von Besitzerin Danica Duhn. 9,1 lautet das Gesamturteil für die beiden. Für den Galopp vergeben die Richter sogar die Höchstnote, 10,0. Der Vater des Hengstes, Herzkönig, befindet sich ebenfalls im Besitz von Danica Duhn und wurde 2016 Vize-Bundeschampion. Der Muttervater ist auch hier Casino Royal. Den Preis für diese Prüfung stellt die Agentur für deutsche Vermögensberatung Andrea Richter-Schneider. Eva Möller und Global Player heißen die Sieger in der Qualifikation der vierjährigen Hengste. Bei strömendem Regen kämpfen sich die beiden im Preis der Hengststation Beckmann und Schurf an die Spitze. Und das bei ihrem zweiten Turnierstart in diesem Jahr, denn nach der Qualifikation zum Bundeschampionat ist der Hengst keine weiteren Prüfungen gelaufen. 9,1 lautet die Gesamtnote für den Siegerhengst der Oldenburger Körung 2018 und den Prämienhengst der dänischen Körung 2019. Global Player stammt von Grand Galaxy Win aus einer Don Schufo-Mutter. Züchter ist Hendrik Hansen, Besitzer die Hengsthaltung Helgstrand Schockemöhle. Eine Frage. Wenn es ein Buch über dein Pferd gäbe, wie würde der Titel lauten? Wir haben uns hier auf dem Gelände umgehört und das sind die Antworten. Ganz klar Black Beauty. Kann doch jeder sehen, oder? Ich glaube, der passende Buchtitel wäre Der schüchterne Macho. Guter Kumpel, weil er mich noch nie im Stich gelassen hat. Ganz klar Genie und Wahnsinn, weil er in der einen Minute einfach super toll gehen kann und echt ein Kracher ist. Und in dem nächsten Moment springt er zur Seite und bringt mir ins Viereck. Mein kleiner Hase. Weil ich denke einfach, ein Hase möchte sich gern öfters mal verstecken irgendwo. Und ich glaube, mein Freund hier, Master, der würde sich auch gern ab und zu verstecken. Lieb und ehrlich, weil ja, er so lieb ist und so ehrlich ist. Unverhofft kommt oft, weil uns dieses Pferd jeden Tag aufs Neue überrascht. Mein erstes eigenes Projekt. Weil es mein erstes selbstgezüchtetes Pferd ist. Bestform in Topform. Wie komme ich in 8 Tagen zum Bundeschampionat? Der Goldschatz, weil er immer alles richtig machen möchte. Richtig Betrieb ist heute auf den beiden Dressurplätzen. Die 5-Jährigen starten ihre Finalqualifikation und für die 6-Jährigen steht heute das kleine Finale auf dem Programm. Auf dem Dressurplatz nutzen die 6-Jährigen Pferde heute die Chance, sich über das kleine Finale noch einen Platz für das große Finale am Samstag zu sichern. Im Preis des Gestüts Nymphenburg gelingt das dem Westfalen Chuck Bess und seiner Reiterin Kira Görens-Ripoff. Der Channin-Sohn aus einer Rosentau-Mutter erhält die Wertnote 8,1 und setzt sich damit an die Spitze des heutigen Starterfeldes. Der Rapphengst stammt aus der Zucht von Helga Schwetzler und ist im Besitz von Sharon Harnick. Er kam 4-jährig in den Stall seiner Reiterin, die ihn 2019 bereits im Finale der 5-Jährigen beim Bundeschampionat vorstellte.
So Unique heißt das beste Pferd in der Finalqualifikation der fünfjährigen Dressurpferde. 9,0 lautet das Urteil der Richter für den Hengst aus dem Besitz von Andreas Helgstrand. Das ist der Sieg in der ersten Abteilung, Preis des Dressurstalls Sandbrink. So Unique ist ein Sohn des Sesuan, aus einer Donnerhallmutter, Züchter des Hengstes ist Wilhelm Klausing. Vorgestellt wird der Rheinländer von Eva Möller, die mit ihm vor 2 Jahren bereits den Bundeschampion-Titel bei den Dreijährigen holte. Letztes Jahr gewannen die beiden die Premiere der Vierjährigen im Rahmen der WM in Ermelo. Eva Möller stellt mit Global Player auch den heutigen Sieger der Vierjährigen Hengste. In ihrer langjährigen Bundeschampionatskarriere ist der heutige Tag damit sicherlich mit 2 Siegen ein ganz besonderer Moment. Gleich 3 Paare teilen sich mit der Wertnote 8,8 den Sieg in der zweiten Abteilung der fünfjährigen Dressurpferde. Preis der Baronin Amelie von Buchholz. Beatrice Buchwald stellt Gaetano OLD vor. Der Oldenburger Hengst von Goldberg stammt aus der Zucht von Heiko Meinen und steht im Besitz von Karen O'Callaghan. Ebenfalls die Wertnote 8,8 erhalten Greta Hemsoth und Sommernacht. Die Oldenburger Stute ist eine Tochter des Rocco Granata aus einer Sanremo-Mutter. Züchter und Besitzer ist Ingo Pape. Sandra Kötter und die Hannoveraner Stute Feingefühl stehen mit 8,8 ebenfalls auf dem Siegerpodest der zweiten Abteilung. Gabi Haie Hammerlage ist Züchterin und Besitzerin der Fürstenwaldtochter. Einmal einen Bundeschampion züchten. Das ist der Traum eines jeden Züchters und einer jeden Züchterin. Jill Marielle Becks ist das gelungen. 2018 wird ihr Pony HBS Golden My Light Bundeschampion. Auf ein Wort, unser Züchterinterview. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war irgendwie das Highlight, weil ich hatte 2018 schon eine besondere Saison. Ich habe im U25-Bereich alles gewonnen und bin dann mit meinem Pony, meinem ersten selbstgezogenen Pony, noch zum Bundeschampionat gefahren, was mich schon gefreut hat. Und eigentlich bin ich da relativ ohne Druck hingefahren, weil ich mir gesagt habe, so die Saison war so genial, was hier passiert ist, am Ende egal. Und das Pony ist so toll gegangen und generell hat sie so eine tolle Einstellung und erste Mal Übernachtungsturnier und dann hat sie direkt gewonnen und hat sich vom Allerfeinsten präsentiert, das war genial und ist auch irgendwie eine Ehre, ne? Man ist quasi so ein bisschen irgendwie so einen elitären Kreis gekommen, ne? Man gehört vielleicht zu besseren oder erfolgreicheren Züchtern. Ich habe den Vorteil, ich habe einige Nachkommen aus der Mutter geritten, beziehungsweise waren das, das eine war mein FI-Pony, den anderen habe ich schon jung auch beim Bundeschampionat geritten. Und von daher wusste ich so genau, was möchte ich an der Stute verbessern, nicht nur vom Exterior und Interior, sondern auch so von den Reiteigenschaften. Dann war ich eben auf der Körung, weil ich mir klar war, okay, es muss ein Junghengst werden, vermutlich eher, weil die Alten nicht so passend waren. Und dann lief eben dieser Golden West, den ich dann hinterher genommen habe, auf der Körung. Und der gefiel mir da schon extrem gut und ich hatte mir den auch dann nochmal auf Pflaster angeguckt, gerade vom Thema Exterior und habe dann noch das Reiten abgewartet, dass er die erste Hengstschau gegangen ist, um dann auch wirklich sicher zu sein. Und das gefiel mir alles so gut, dass ich direkt die Stute habe decken lassen und sie war die allererste, die tragend war. Und Golden war klar, weil für mich der Vater ist ja Golden Best und das Fohlen war halt auch ein Pappfalbe, deswegen Golden. Ich hatte sogar relativ schnell einen Spitznamen, das ist eigentlich ganz witzig, weil zu der Zeit, wo das Fohlen geboren ist, gab es von Miley Cyrus so ein Lied, Wrecking Ball hieß der damals. Da war die so, auf so einem Ball hat die sich doch so nackt geregelt. Genau, und da kam eigentlich der Grundgedanke her, warum ich überhaupt auf My Light gekommen bin, weil dieses Lied durch alle Medien ging und alle sich so ein bisschen, oh, was macht die denn da? Und dadurch kam ich auf Miley, den Spitznamen, und My Light die Verbindung. Also so kam irgendwie eins zum anderen. Man konnte es gar nicht so zu 100% sagen, warum, aber Auslöser war dieses Lied. Ich war schon früher immer total interessiert an Abstammungen und habe früher schon mit meinem Papa bei der Körung gesessen und dann sage ich schon mal, ja, der bringt ihm die Eigenschaften mit oder der hat das und das Problem und dann guckt man, ob das wirklich so ist und schließt da so seine Sachen raus und das ist eigentlich echt ganz schön. Dieses Pony liegt mir am Herzen, das war ein lang gehegter Wunsch, mal selber Ponys zu züchten und dass das dann so geklappt hat, war irre und dann selber angeritten, ausgebildet, das hat alles gepasst. Ich habe jetzt ein ganz, ganz tolles Fohlen. Vielleicht klappt es ja in 3 Jahren nochmal, man weiß es nicht, muss alles gesund bleiben, aber wäre auf jeden Fall nochmal ein Traum. Und zum Schluss ein Blick aufs Wetter.
Hier die Aussichten für den morgigen Freitag. Nachdem es heute ja reichlich windig und regnerisch war, ziehen die Wolken morgen weiter. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen in der Nacht bis auf 17 Grad und am Tage 22. Das war's von uns für heute. Einen schönen Abend und tschüss aus Warndorf.